Hallo alle zusammen zu meinem Auswaschvideo zu dieser Farbe. Das ist jetzt nochmal die Ausgangsfarbe, die man auch nochmal hier offen sehen kann. Ja, die Farbe finde ich eigentlich ziemlich schön und ja, das blieb auch nach der ersten Haarwäsche eigentlich noch ziemlich gut erhalten. Es wurde halt eigentlich nur ein minimales bisschen heller. Bei der zweiten Haarwäsche hatte sich auch noch nicht wirklich was getan. Es wurde halt wieder ein bisschen heller. Bei der dritten Haarwäsche, ja, würde ich auch sagen, es wurde nur ein bisschen heller. Und bei der vierten Haarwäsche wurde es dann schon ziemlich hell. Vor allem das Deckhaar wurde schon ziemlich hell. Und dann wurde es lustigerweise blau. Es hatte noch einen lila Anteil, aber es wurde schon irgendwie ziemlich blau. Das kann man hier sehen, dass auch schon ziemlich viele Teile weiß waren. Es war halt jetzt so eine Mischung aus Blau, Lila und Weiß. Hier sieht man nochmal, dass das untere Haar eigentlich noch ziemlich lila ist, das obere so eine Mischung aus Blau und Weiß. Da sieht man auch hier noch mal ziemlich gut. Am Ansatz ist es schon ziemlich blau, unten drunter noch lila und der Rest ist weiß. Hier sieht man das auch noch mal sehr, sehr gut, wie blau das eigentlich schon geworden ist, zu meinem Erstaunen. Okay, heute kommt mal ein Video nach all den vielen Bildern, weil ich euch das hier einfach in live zeigen muss. ja, wie man ja ganz zu Beginn des Videos gesehen hat, waren meine Haare lila. Das hier ist leider keine neue Farbe. Das Geile ist einfach, dass es hier drunter ultra fleckig noch lila ist. Warte, das sieht man von so, glaube ich, besser. Hier drunter ist es extrem ekelhaft fleckig. Hier ist zum Beispiel nichts. Hier ist nichts. Da ist nichts. So, und das ist auf der anderen Seite halt genauso. Es ist halt ultra fleckig, teilweise lila. Ab der Hälfte wird es dann auf einmal blau. Hier oben, das Deckhaar ist eine Mischung aus Blau, Weiß und Grün, was extrem scheiße aussieht. Dann habe ich wieder einen extremen Ansatz bekommen. Da könnt ihr mal sehen, wie lange das schon her ist, dass ich die Farbe jetzt habe. Ja, ist eigentlich auch schon gruselig, wie schnell meine Haare wachsen. Weil so lange habe ich die Farbe jetzt auch noch nicht. Ich glaube 2 Wochen oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja, sind aber leider nur noch 2,5 Wochen, bis die Uni wieder anfängt. Und bis dahin muss die Farbe raus sein, weil ich dann eine neue Farbe haben wollte. Und das wird ganz bestimmt nicht mehr lila werden. Nein, 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 das wird es nicht. Ja, und bis dahin muss die Farbe raus. Das heißt, 2,5 Wochen ist nicht besonders viel Zeit, vor allem nicht für ein Blau, was es ja jetzt nun mal ist. Ja, ich hoffe mal, dass ich im schlimmsten Fall nicht, wenn die Uni anfängt, einfach Blau draufpacken muss, um das hier zu verdecken, weil das ist einfach, es ist unglaublich, wie hässlich das ist. Ich hatte schon mal Violett und das hat sich nicht so ausgewaschen, aber jetzt wäscht es sich so aus wie Scheiße, also. Fragt mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja nicht mal so, ihr habt ja wahrscheinlich das Video gesehen zur Farbe generell, falls nicht, verlinke ich euch das auch nochmal. Aber da sieht man ja, dass meine Haare keinen Stich haben. Das heißt, das Einzige, wo ich einen Stich hatte, war halt am Ansatz. Und das ist so ziemlich der Einzige, der sich auswäscht überhaupt. Der Rest einfach mal so, nö. Und dann auch noch blau. Ja, ich bin einfach mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Also, es kann sein, dass dieses Video gut einen Monat auf sich warten lässt, weil die Farbe einfach nicht mehr rausgehen wird, weil es ja jetzt ein Blau ist. Und ja, mit Blau habe ich nicht so gute Erfahrungen. Wenn die Haare gestylt waren, fand ich, ging das mit dem Blau sogar eigentlich noch. Sieht halt ein bisschen aus, als hätte ich verschiedenfarbige Strähnchen. Es wird halt auch weiterhin immer heller. Es wird aber auch immer blauer. Wobei die Haare ja eigentlich schon weiß waren oben und jetzt rutschen sie aber total ins Blaue ab. Das sieht man auf allen Bildern eigentlich relativ gut. Das ist auch ziemlich fleckig. Es sieht halt auch einfach nicht mehr schön aus. Und ja, das hatte mich dann sehr gestört. So, leider muss ich ein relativ schlecht qualitatives Video machen, obwohl das relativ wichtig wäre. Aber ich wollte gerne erklären, warum meine Haare jetzt diese Farbe haben, obwohl auf dem letzten Bild waren sie ja noch blau. Und hier drunter sieht man auch, es ist auf der Cam immer ein bisschen anders. Eigentlich sind die gar nicht blau, sondern lila. Das sieht man hier nur nicht so, wie man soll. Und zwar habe ich eine orangene und eine rote Tonspülung gemacht, habe die auch ein bisschen einwirken lassen, weil es sind jetzt nur noch 1,5 Wochen, bis die Uni beginnt und das Blau hat sich als sehr, sehr hartnäckig rausgestellt, wie ich es mir gedacht habe. Ich hatte noch zweimal mit Silbershampoo gewaschen, was allerdings das Grün überhaupt nicht neutralisiert hat. Das hat es eigentlich nicht
Ja, okay, verschlimmert jetzt auch nicht, aber es hat es eigentlich nicht gebracht im Endeffekt. Und dann habe ich auch versucht, mehrfach mit Reinigungsshampoo zu waschen. Allerdings sind meine Haare, wie gesagt, momentan ja in ihrem Optimum. Das heißt, es ist ja nicht so eine gute Idee gewesen. Meine Haare waren sehr, sehr trocken. Ich musste heute erstmal eine Kur benutzen, weil die waren wirklich nicht mehr so, ja, nicht mehr so gut im Stand. Und dann habe ich mich halt dafür entschieden, ich habe mir Orange bestellt, also Aprikot von Directions und Poppy Red von Directions, und habe jeweils eine Tonspülung gemacht. Das Mischverhältnis werde ich euch hinter dieses Video packen, damit ihr euch ansehen könnt, wie ich das gemacht habe. Dann habe ich es halt einfach einmassiert, wie eine ganz normale Spülung, einfach in die Haare, ein bisschen eingerieben. Ich habe es dann wirklich auch echt nur in einem kleinen Moment einwirken lassen, weil die Farbe mit dem Mischverhältnis auch wirklich schon sehr, sehr haftend ist. Wie man ja auch sieht von der Seite, es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr deckend. Das heißt, jetzt wird das Auswaschvideo mit dieser Haarfarbe weitergehen. Und ich hoffe, dass die Reste, die ich jetzt noch von diesem Lila drin habe, was wirklich aussieht wie blau auf dieser Kamera. Es ist lila, es ist wirklich lila. Dass die Reste, die jetzt noch drin sind, sich ganz normal auswaschen werden, dass die sich beim Auswaschen so ein bisschen mit dem Rot und Orange vermischen, dass nicht nochmal so etwas passiert. Und da das ja sehr, sehr hell ist, das, was ich hier habe, dieses Pink-Rot-Orange-Gemisch, wird es, denke ich, auch relativ schnell rausgehen. Ich kann aber nicht mehr mit Reinigungsshampoo waschen. Deswegen blieb mir halt nichts anderes übrig, als jetzt eine Tonspülung zu machen. Würde ich euch bei einer blauen oder grünen Farbe aber sowieso empfehlen, weil die meistens sehr, sehr, sehr lange brauchen, bis sie rausgehen und man ja auch meistens keine Lust hat, damit so einer halb schäbigen Farbe durch die Gegend zu laufen, wie man ja auf den Bildern sah. Die war sehr fleckig, die war auch nicht mehr einheitlich, sah halt einfach nicht mehr gut aus. Deswegen habe ich das jetzt halt so gemacht und ganz ehrlich, ich finde das hier mit dem Lila drunter eigentlich sogar besser als alles, was jetzt vorher war. So, nachdem es angefangen hat, blau und grün zu werden, war eigentlich für mich schon Game Over. Da war die Farbe schon nicht mehr zu retten eigentlich. Ja, dann werde ich euch jetzt nochmal das Mischverhältnis zeigen und ja, dann geht's auch weiter, wie sich das, was jetzt hier zu sehen ist, So, auswischt. hier könnt ihr nochmal das Mischverhältnis sehen zwischen Spülung und Mandarin von Directions und dann tragt ihr es einfach auf. Ich hatte noch Poppy Red benutzt, noch als zusätzliche Spülung. Das hatte sich dann nach einer Wäsche so herausgestellt. Nach der zweiten kam das Lila schon wieder ziemlich stark durch, aber ich fand, es sah sehr geil aus zu dem Zeitpunkt. Das blieb noch eigentlich ziemlich hübsch, kam halt immer so drauf an, wie man es gestylt hat. Und dann passierte das. Es wurde wieder blau. Und da habe ich mir erneut gedacht, ich wasche wieder mit Tönung. Also, nach dem letzten Bild hattet ihr gesehen, dass die Farbe bis auf einen Fleck eigentlich rausgegangen ist. Das Problem ist, dieser Fleck von hinten sah es aus wie ein Fleck, aber es war eigentlich die komplette Unterhälfte noch. Das heißt, das Lila, was hier unten ist, was man immer noch sieht, ist komplett blau geworden. Also mit der Zeit, es wurde halt immer blauer. Das heißt, das Lila war irgendwann gar nicht mehr da. Deswegen habe ich jetzt nochmal Rot benutzt, um das zu neutralisieren. Wie man ja jetzt sieht, sind die Haare halt so rot-pink. Also es ist halt Poppy Red gewesen, das heißt, es sind auf jeden Fall Rotpigmente. Und hier unten, wo halt das Blau ist, war, was auch immer, sind die halt jetzt wieder lila. Wie man sieht, alles wieder lila. Ich weiß, dieses Video geht schon extrem lange. Es sind extrem viele Haarwäschen und ich hätte damit nicht gerechnet. Wenn ich jetzt komplett weißes Haar gehabt hätte, wäre das nicht passiert. Es war aber wohl nicht so ganz weiß und ja, deswegen ist es gefailt und deswegen sieht es jetzt ein bisschen behindert aus. Deswegen habe ich jetzt auch alle paar Tage wieder rote Haare, was richtig beschissen ist, aber kann man jetzt gerade nichts gegen machen. Ich werde jetzt wieder mit einer neuen Anfangsfarbe starten. Das ist nämlich jetzt das hier in diesem Video schon wieder. Und dann hoffe ich jetzt, dass es sich endgültig dann mit dem Blau erledigt hat, dass das jetzt nicht nochmal durchkommt, sondern dass sich das Lila, was jetzt hier ist, hoffentlich endlich weiß auswäscht. Das heißt, wenn das hier weg ist, dass es dann endlich weiß ist. Das Problem ist, dass morgen wieder Uni ist. Das heißt, ich habe es nicht geschafft, in den 2 Wochen die Farbe rauszubekommen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt das Blau in ein Lila verwandelt und jetzt sieht es halt auch ein bisschen gewollt aus. Es sieht halt aus, als hätte ich so ein paar lilane Reflexe eingearbeitet in die Haare. So, als hätte ich das halt gewollt. Und das ist mir wesentlich lieber, als wenn die Leute denken, oh Gott, Mädchen, das hättest du nicht tun dürfen.
Ja, dann hoffe ich, dass sich die Farbe endlich auswäscht und dass ich in den nächsten maximal 2 Wochen endlich ein Ergebnis habe, weil so lange sollte das eigentlich nicht halten auf meinem Kopf. Ja, ich bin gespannt und sehr genervt. So, das ist jetzt nach der ersten Haarwäsche. Die Farbe sieht meiner Meinung nach wirklich mega schön aus. Nach der zweiten Haarwäsche ist sie schon wesentlich blasser geworden und man sieht wieder stärker das Lila. Aber dann habe ich einen Entschluss gefasst. Das wird jetzt so ziemlich das letzte Video sein. Nein, das wird das letzte Video sein. Und zwar hat die Farbe, wie man ja offensichtlich sieht, überhaupt nichts mehr mit der Ausgangsfarbe zu tun. Na okay, sie ist jetzt wieder lila, aber im Endeffekt ist es eine ganz andere Farbe und ich habe mich dazu entschieden, das Auswaschen jetzt zu beenden. Zumindest, dass ich es nicht weiter dokumentieren werde, weil ich werde mir dafür irgendwas einfallen lassen und das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, weil momentan bin ich eigentlich damit, was es jetzt gerade ist, relativ zufrieden. Es ist halt hier oben sehr, sehr pink geworden. Es war halt Poppy Red. Hat halt eine Tonspülung gemacht, dass damit das Blau rausgeht. Und hier unten ist es halt lila. Und ja. Es hat sich halt total anders rausgestellt, als ich gedacht habe. Die Farbe ist sehr merkwürdig geworden, sehr schwer rauszuwaschen gewesen. Und ja, ich bin jetzt einfach an einem Punkt angelangt, wo ich gar keine Lust mehr habe. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich, würde es wahrscheinlich noch ungefähr 3 Wochen, denke ich, gut dauern, bis die Farbe wirklich komplett raus ist. Und ich werde jetzt so lange warten, bis meine Haare wieder komplett weiß sind. Das heißt, es kann vielleicht sogar noch länger dauern, wenn wir Glück haben. Yay. Ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Video jetzt zu beenden, weil es halt einfach gar keinen Sinn mehr hat. Es ist, wie gesagt, einfach gar nicht mehr die Farbe, die sie vorher war. Sie hat schon alle Variationen durchlaufen und ja, ist halt leider ein bisschen schief gelaufen irgendwie. Ja, ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video irgendwie helfen konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Tipp ich euch geben soll, um das zu vermeiden, aber ich denke mal, es lag an dem Grün, was ich 2 Tönungen davor hatte, dass das nicht richtig rausgegangen ist. Danach hatte ich ja Orange. Von Grün war das Apple Green und von Orange war das Mandarin. Beides jeweils mit Spülung vermischt. Und es scheint wohl so zu sein, dass das Grün nicht wirklich rausgegangen ist, sondern einfach nur so untergelagert war. Und dadurch, dass ich dann Lila drauf hatte, wusch sich das dann wohl irgendwie blau aus, weil halt irgendwie noch Farbrückstände drin waren. Und das wurde dann halt so ein Blau-Grün. Und es war halt wirklich sehr schwer auch rauszubekommen. Und es wurde fleckig. Und es ist immer noch fleckig, wie man sieht. So, das ist nicht gerade schön. Ja, und deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich es dann jetzt werde und ja, also es ist bestimmt das schlechteste Auswaschvideo ever. Okay, dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen und ich hoffe, dass euch das Video ein bisschen helfen konnte oder einfach nur zu eurer Unterhaltung gedient hat. Falls ihr mich hasst, dann solltet es euch ja freuen, dass die Farbe nicht mehr rausging. Okay, dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes restliches Jahr oder neues Jahr oder wann auch immer ihr dieses Video seht und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen.